Hey Leute, es gab wieder einige Klassenanpassungen. Ich muss zugeben, für einen Krieger, Schamanen, Druiden kamen sie schon vor ein paar Tagen, aber es sind auch neue dabei. Die wollen wir uns jetzt anschauen, vor allem für Krieger, die haben ja wieder ein bisschen Buffs bekommen. Sah nicht gut aus auf dem PTR, aber jetzt schauen sie schon besser aus, also lasst uns eintauchen. Die erste Änderung ist wütender Schlag, und zwar, da wird der Waffenschaden von 80 auf 100% hochgesetzt, also mehr Damage. Die Rune war davor einfach zu schwach, und wenn ihr jetzt im Wutzustand seid, reduziert jede Fähigkeit die Abdingzeit von diesem wütenden Schlag um eine Sekunde. Also ein Buff der Rune. Die nächste Anpassung betrifft die Rune von Wut zerfressen. Das löst jetzt, wenn ihr zwei Waffen trägt, einen Wirbelsturmschlag aus, während man wütend ist. Hier schreibt Blizzard, dieser Effekt soll dabei helfen, der Rune eine Identität zu verleihen, die ihm vorher fehlte. Und das ist die Rune jetzt, die damit gemeint ist. Hier ist ja was für Zweihandwaffen und das ist was für Tanks. Und die Rune war davor einfach, sage ich mal, nicht wirklich sinnvoll für das Tragen mit zwei Einhandwaffen. Von dem her haben sie das ein bisschen verbessert, dass ja die Leute mit zwei Handwaffen, also mit zwei Einhändern, einfach auch was davon haben. Die nächste Änderung betrifft Blutwoge, und das ist auch ein kleiner Buff dieser Rune. Und zwar, wenn Blutwoge zu schmettern triggert, dann trifft es mit beiden Einhandwaffen. Das heißt, mehr Damage mit der Rune. Und es wurde noch eine Rune verschoben zum Kopfplatz, und zwar die Rune Endlose Wut, was sehr geil ist, weil die Rune hatte in dem alten Slot sehr viel Konkurrenz gegenüber anderen Runen. Deshalb, das hat sie jetzt im Kopfplatz nicht. Deshalb wird es die erste Wahl sein für DPS-Krieger, von dem her eine gute Änderung, wie ich finde. Springen wir noch schnell zum Druiden. Hier gab es eine kleine Änderung, und zwar Überlebensinstinkte. Die Rune wird abgeändert. Das erhöht jetzt auch wieder Heilung, wenn es aktiv ist, um 20%. Blizzard hat es deswegen gemacht, weil Heildruiden keine wirkliche überzeugende Runenoption hatten für den Stiefelplatz, und deshalb haben sie das jetzt geändert, damit Heildrudes auch eine sinnvolle Option haben beim Stiefelplatz. Beim Schamanen gab es auch ein paar Änderungen, und zwar Erdschild und Blitzschlagschild. Das könnt ihr jetzt zusammen nutzen. Dann Springflut triggert jetzt auch die Rune Kraftwoge. Das haben sie deshalb geändert, weil im Gürtelslot haben Heilschamane normalerweise auch die Kraftwoge genommen als Rune und sich meistens innerhalb von 20 Metern zum Boss gestellt und Flameshock geused und danach Prox gesucht, um natürlich eine sofortige Kettenheilung zu wirken. Blizzard will ja einfach, dass die Heiler-Schamanen ihre normalen Werkzeuge, also Heal-Werkzeuge benutzen und nicht, sage ich mal, jetzt Flameshock usen müssen, damit sie den Proc erhalten. Die nächste Rune, die geändert wurde, ist Status of Shock. Die Chance, dass bei Verwendung einer Zweihandwaffe ausgelöst wird, liegt jetzt bei 12%, also das haben sie erhöht, und bei Einhandwaffen bleibt es bei 6% bestehen. Das ist die Rune mit dem Blitzschlagschild übrigens. Die Rune Schildmeisterschaft hat auch eine Änderung abbekommen, und zwar wird jetzt dieser Defensiv-Bonus nicht nur durch Flammenschock ausgelöst, sondern durch alle Schockzauber. Und es garantiert euch jetzt nicht mehr Angriffskraft, sondern Spellpower. Und noch eine kleine Änderung für die Rune Weg der Erde. Hier wurde ein bisschen die Bedrohungserzeugung erhöht von 50% auf 65%. Schauen wir zum Schluss noch die Änderung beim Priester an. Der hat auch einige Verbesserungen bekommen. Und zwar das Talent Inspiration, das ist ein Holy-Talent. Das wurde abgeändert. Da bekommt ihr ja 8% Rüstung auf dem Ziel, wenn ihr es heilt mit den Heals, die da genannt sind. Das wurde jetzt geändert. Jetzt ist egal, wie ihr das Ziel heilt. Also jede Art von Heilung erhöht direkt die Rüstung auf dem Ziel. Das heißt, eine kleine Verbesserung des Talents. Die nächste Änderung betrifft die Rune Erneuerte Hoffnung. Hier habt ihr eine 10% erhöhte Crit-Chance. Das wurde jetzt erhöht auf 20. Das heißt, ihr habt eine 20% Crit-Chance jetzt danach. Und die letzte Änderung betrifft die Rune Machtwort Barriere. Die wurde verschoben von den Beinen hin zu den Armschienen. Ansonsten gab es keine Änderung der Rune, also nur eine Verschiebung sozusagen. Freut ihr schon auf Phase 4? Ich kann es kaum erwarten. Noch 9 Tage, dann geht's los. Voll geil. Schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr die Änderung findet. Ansonsten schönen Abend. Bis dann.